Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterdecker und seiner Freitagsrunde. Die Weltpolitik ist in Hamburg diese Woche. Der G20-Gipfel, die mächtigen Männer der Welt und ein paar Frauen treffen sich. Das ist natürlich auch Gesprächsstoff in unserer Freitagsrunde, oder Roger Federer? Gut, meine, sorry, wenn ich dich mal unterbrechen muss. Wie ist dein Name? Annik. Okay, du bist offenbar neu da. Ich muss sagen, das mit den Mächtigen stimmt so nicht, oder? Ich meine, ist klar, es gibt keine G20, nur G1, oder? Ich meine, ich kriege das Fulltime. Sonst noch Fragen? An Sie jetzt gerade nicht, nein, aber vielleicht an Verleger Roger Köppel. Ich würde gerne bei dem G20-Gipfel bleiben. Was sind die grossen Themen? Gut, es geht bei dem Gipfel um die Wurst. Spass beiseite. Um was geht's? Der Trump freut sich schon riesig, an den Ort anzureisen, wo nach seinem Lieblingsessen benannt worden ist. Und wir von der Welt die haben herausgefunden, dass der Trump in Anlehnung an den berühmten Satz von John F. Kennedy «Ich bin ein Berliner» die Gipfelteilnehmer wie folgt begrüßen wird «Ich bin ein Hamburger». Wie meine Freunde, der Fidel Castro oder Muammar Gaddafi selig sagen würden «Alles Gangster, komm von Gangster, gegen Gangster», das sind die 20 grössten Gangster vor der Welt und dass die sich treffen, das ist der Gipfel. Das wird so sein, Jean Ziegler, auf jeden Fall. Wie berichtet die Tagesschau von SRF, Florian Inhauser? Hashtag, das ist der Gipfel. Hashtag, alles hat ein Ende. Nur die Wurst und das Gipfeli haben zwei. Es wird ja heftig gegen den G20-Gipfel demonstriert. Eher von links natürlich. Ja. Sind Sie auch dabei, Grüne Nationalrat Bastian Giraud? Ja, also nein. Der ganze Gipfel ist eine ökologische Katastrophe. Alle sind mit dem Flugzeug auf Hamburg angereist. Das geht nicht. Besser wäre ich gesehen, sie hätten die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, wie zum Beispiel die Reeperbahn. Aber den ganzen G20-Gipfel könnte man auch mit einem WhatsApp-Gruppenchat erledigen. Viel ökologischer und die Medien könnten die wichtigsten Quotes einfach copy-paste rausnehmen. Punkt. Nationalrat Bastian Giraud, Sie sind diese Woche sonst noch in den Schlagzeilen gewesen. Ja. Ihre Partei stellt Sie nicht auf für den Zürcher Stadtrat. An was ist es gelegen? Ja, meine urbanen Kollegen finden meine Idee schlecht, dass ich alle Strassen in Wiesnen will umbauen und dass es nur noch zu Nacht Strom geht, dass auch zum Wasser sparen sollte im Seebaden statt daheim in Badwanne, dass man Strassenschilder statt an Stangen an Bäumen sollte montieren und dass Wildtiere in der Innenstadt braucht. Es braucht die und dass es einen Veganzwang gibt für alle, das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? So ein Haferkäse, Giraud. Um was geht's? Der Bastian Giraud ist Opfer von seiner eigenen Frauen und Kinder zuerst Politik geworden. Darum nehmen sie jetzt eine Frau statt dem Punkt. Wir von der Welt haben herausgefunden, dass wenn einer Frau den kleinen Finger gibt, sie gerade auch noch den Ring dafür haben. Punkt. Und Schadenfreude bei den politischen Gegenspielern scheint gross. Oder wie muss ich Ihr Lächeln interpretieren, SVP-Strategie Christoph Mörgeli? Ah, wissen Sie, Fräulein Lautenschlager, beim Giraud frage ich mich sowieso, wieso ausgerechnet er, der die Natur angeblich so liebt, so weit entfernt davon in der Stadt Zürich wohnt und Stadtrat will werden, soll er doch aufs Land ziehen und Landrat werden, verstehen Sie? Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterdecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterdecker und seiner Freitagsrunde. Ich bin ein bisschen wehmütig. Es ist die letzte Runde von der Freitagsrunde vor der Sommerpause. Aber ich finde es gleichzeitig natürlich auch unheimlich schön, dass ich euch in die Ferien schicke. Ja, das ist der Baschi. Ja, jetzt zum Ferien machen müssen, bevor Anni ja zuerst mal überhaupt etwas geschafft hat, oder? Das hat etwas. Und sonst so die tatsächlich Ferien haben, Nationaltrainer Wladimir Petkovic? Weil an die Strände Sand und sehen die richtigen Männer mit Haare an den Beinen und braunen Augen normal und keine Frisur auf dem Kopf. Nationalrat und Verleger Roger Köppel, was haben Sie vor in der Sommerferien? Weil es den Klimawandel nicht gibt, ist auch der Sommer nur Fake News. Eine Erfindung vom linken Medien-Mainstream. Um was geht's? Wir von der Weltwoche haben herausgefunden, dass es ohne Sommer auch gar kein Sommerloch gibt. Wir schreiben das ganze Jahr durch einen Nonsens. Punkt. Noch keine Ferien haben unsere beiden Tennis-Cracks, der Roger Federer und der SRF-Tennis-Experte
Experte Heinz Günthardt, er ist ja noch Wimbledon. Okay, dann frage ich dich, Roger, gehst du in die Ferien? Zum Beispiel, Achtung, ins Pfefferland. Jetzt aber anständig bleiben, meine Herren. Aber es nimmt mich ja schon Wunder. Wo macht der King Roger Ferien? Ja gut, meint Heinz, ich frage dich auch noch, wohin gehst du? Okay, ja, ich denke Miami. Gut, Annika, meine, im Sommer gehe ich garantiert nicht auf Miami, oder? Okay, Herr Federer, Sie haben ja noch Ihren 10.000. Ass geschlagen in Wimbledon. Freuen Sie sich? Ja gut, ich freue mich erst aber eine Million, oder? Auch bei der Ass. Annika, Ex-Bachelor Vujo, auch schon Vorfreude auf die Ferien? Ja, ich meine, wenn mich fragst, das Geilste am Sommer ist das Sommerloch. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian und der Retter. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.